Es ist Mittwoch, Challenge WBS Time. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ich so schnell spreche, dann wisst ihr schon, dass ich nur 3 Minuten Zeit habe, eure Fragen zu beantworten. Und die Zeit läuft jetzt. Erste Frage. Kann ich ähnlich klingende markenrechtlich geschützte Namen problemlos verwenden? Zum Beispiel Microsoft oder Softmicro statt Microsoft? Nein, das ist natürlich nicht möglich, denn genau um diese Thematik geht es im Markenrecht, dass man nicht nur die Marke selbst verletzt, sondern auch verwechslungsfähige Marken anmeldet. Das ist sogar der viel häufigere Punkt im Markenrecht, dass ihr ähnliche Marken anmeldet und dann damit zu einer Markenrechtsverletzung kommt. Nächste Frage, wie vererbe ich einen YouTube-Kanal? Coole Frage, gar nicht so simpel, denn die Eigentumsverhältnisse an einem YouTube-Kanal, die liegen ja zunächst einmal bei Google. Aber erbrechtlich sieht es natürlich so aus, dass man alle Verträge auch weiter vererbt, sodass der Vertrag, den ihr als YouTuber mit Google habt, auch auf die Erben übergeht und die dann in den entsprechenden Vertrag eintreten können. Kann ein prominenter Fallgruppen für ihn auf Facebook untersagen? Kann ein prominenter Fangruppen für ihn auf Facebook untersagen? Im Prinzip nicht, nein, das kann er nicht. Er kann allerdings untersagen, dass in diesen Fangruppen Logos verwendet werden, seine Bilder verwendet werden. Das ist schon schwieriger und er kann auch untersagen, dass die Fangruppe wie eine offizielle Fangruppe, die von ihm initiiert worden ist, aussieht. Aber ansonsten kann man nicht ohne weiteres eine Fangruppe auf Facebook untersagen. Nächste Frage. Ist es verboten, Katzen anzufüttern? Worum es da gehen kann, könnte sein, dass man einfach Katzen aus der Nachbarschaft füttert. Aus meiner Sicht ist das nicht verboten. Wenn allerdings der Nachbar darum bittet, sollte man sich schon dran halten. Und wenn ihr die Katze überfüttert oder ihr was Schlechtes gebt, dann könnte das eine sogenannte Sachbeschädigung sein, denn laut Gesetz gelten Katzen als Sachen. Welchen Browser nutzen Sie? Schnell beantwortet Chrome. Danke für diese schnelle Frage. Chrome und nichts als Chrome. Selbst auf dem Handy. Wenn ich von einem Hund angefallen werde und mich dem Angriff mit Tierabwehrspray erwehre, habe ich dann einen Anspruch gegen den Eigentümer des Hundes auf Ersatz des Sprays? Ja, hast du. Hast einen Anspruch auf Ersatz aller Schäden, die durch den Angriff entstanden sind. Und wenn du dafür das Spray verwenden musstest, ist das der kleinste Schaden, der dir entstehen konnte, Glück gehabt. Was halten Sie von Donald Trump als neuen USA-Präsidenten? Gar nichts. Von dem habe ich vorher schon nichts gehalten. Jetzt auch nicht, wenn ich solche Tweets sehe, wo er Boeing bezichtigt, teure Flugzeuge zu bauen, dann der Boeing-Kurs 1,2 Milliarden abstürzt. Dann zeigt euch schon, welch Geisteskind dieser Präsident ist. Ich hoffe im Sinne der Amerikaner und der Weltengemeinschaft, dass der sich noch fängt und seine Berater ihn einfangen. Euch danke ich jedenfalls für diese Menge Fragen. Für 2, 4, 6, 7 habe ich beantwortet. Mehr als in der letzten Woche, hatte ich ja auch so versprochen. Mal schauen, was mir nächste Woche gelingt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.